Ja, ein Teilgebiet bei der Bearbeitung von Exponentialfunktionen in der Anwendung ist das Thema ein Flächeninhalt, der nicht wirklich eindeutig erkennbar ist, wo die Grenzen nicht fix sind, wie zum Beispiel berechnen Sie den Flächeninhalt im Intervall von 0 bis 1, 0 bis 2, 0 bis 3, 0 bis 4, sondern wie in dem Zusammenhang oftmals gestellt eine gerade x gleich t. Geklärt unter Sondergraden ist diese Parallele zur y-Achse für t größer 0. Das heißt, diese Gerade liegt irgendwo hier auf der rechten Seite. Begrenzt ein Flächenstück, zum Beispiel wie hier jetzt vorgegeben von 0, Schnittpunkt mit der x-Achse, bis t. Berechnen Sie den Flächeninhalt, wenn t unendlich groß wird. Die Frage, die sich natürlich stellt, was passiert, wenn t immer weiter nach rechts wandert? Haben wir dann irgendwann einen Flächeninhalt, der dann zu Ende ist, kommt ein eindeutiger Flächeninhalt raus. Die typische Bearbeitungsstruktur ist, die Stammfunktion wird gegeben sein. Diese habt ihr natürlich noch zu beweisen, wie, indem ihr die Stammfunktion ableitet und die Funktion klein f von x rauskommt. Jetzt das übliche Schema, die Grundlagen sind natürlich von der Integralrechnung, der Hauptsatz der Integralrechnung. Jetzt geht es nicht in den Taschenrechner eingeben, sondern Integral von 0, dort fängt es an, bis t für die Funktion f von x dx ist gleich Stammfunktion übernommen, Grenzen immer noch 0 bis t, oberen Wert eingesetzt in die Stammfunktion, minus unteren Wert eingesetzt in die Stammfunktion. Und jetzt das Leidige, was man zum Schluss machen muss, den Grenzwert bilden, aber das ist nicht der Grenzwert, wie viele glauben, was macht der Graph selber, wenn ich nach rechts schaue. Er geht gegen 0, sondern es ist der Grenzwert t gegen unendlich laufen lassen, eine hohe positive Zahl einsetzen, um eingesetzt in der kompletten Struktur zu schauen, was macht dieser Flächeninhalt, der ja offensichtlich immer ein bisschen noch dazu bekommt. Stellt euch vor, die Gerade ist hier, dann kommt dieses Stückchen dazu. Stellt euch vor, die Gerade ist hier, kommt dieses Stückchen noch dazu. Was passiert? Entweder ihr müsst in den Taschenrechner eingeben, eine hohe Zahl, oder ihr sollt es einzeln machen, dazu nochmal ein Video anschauen, wenn ich dann per Hand schauen muss, was passiert, wenn ich eine hohe Zahl für t einsetze. Dieser komplette Ausdruck wird zu 0. Diesen Ausdruck könnt ihr in den Taschenrechner eingeben, der wird zu minus 1. Achtung jetzt, Minus und Minus ergibt plus 1. Und tatsächlich, der endliche Flächeninhalt wäre 1, meistens noch mit Flächeneinheiten zu kennzeichnen. Tatsächlich, wir haben einen endlichen Flächeninhalt. Typisches Beispiel, eine nach rechts offene, kann auch nach links offen sein. Dann hätte ich den Grenzwert nach minus unendlich bilden müssen. Kann ich auch noch ein Video zu machen. Ansonsten typisches Thema, wo wir eine nach rechts oder links offene Grenze haben, die noch nicht eindeutig bestimmt ist. Ganz normal nach dem Hauptsatz der Integralrechnung einsetzen und wie in dem Beispiel hohe positive Zahl für t einsetzen. Raus kommt tatsächlich ein bestimmter Flächeninhalt.